Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Campingfreunde. Ja, wir sind auf dem Stand von Weinsberg und Weinsberg kann jetzt auf Ford, wie ihr seht, sehr kompaktes Fahrzeug. Der Preis ist auch interessant. Das Fahrzeug steht hier für 62.290 Euro. Das ist der Carabus Ford 550 MQ mit reichhaltiger Ausstattung. Ja, wir haben hier eine Gesamtlänge von nur 5,53 Meter. Also wirklich kompakt. Ihr könnt da jeden Tag mit fahren. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe dieses Fahrzeug mal als Dienstwagen gehabt. Auch hier freischwingend der Tisch. Der Tisch ist sehr stabil. Ich setze mich mal rein. Das Fahrzeug ist ja wirklich sehr kurz. 5,50 Meter. Da muss man ein bisschen mit Platz haushalten. Deswegen ist hier auch kein Stützfuß drin. Das bietet die Möglichkeit, dass man hier auch bequem einsteigen kann. Ihr seht das Ford Fahrerhaus mit den Ablagen drüber. Das Fahrzeug hat hier ein Hochdach, ist sehr hoch. Und dadurch seht ihr da oben, habt ihr auch nochmal zusätzliche Ablagemöglichkeiten für eure Jacken. Wir haben hier sehr hohe Oberschränke, hier nochmal Regalböden an der Seite. Ja, hier wird man nicht rankommen. Das ist geschlossen. Oder ja, fasse ich nicht an, bevor ich hier was zerstöre. Wenn ihr wisst, ob da noch was hinterpasst, sagt's mir, schreibt mir in die Kommentare. Wir haben hier die neuen Rollos. Sehr schön gemacht. Wir haben hier unter den Frostschutzwächter. Bis hier schon mal sehr schön. Wir haben da oben ein mittelgroßes Heki. Auf der anderen Seite haben wir hier eine USB-Steckdose. Auf der Seite könnt ihr euer Handy hier laden. Das neue Truma-Bedienteil für die Truma-Heizung. Und hier haben wir auch ein recht ordentliches Bedienteil. Ist es noch aus? Nein, jetzt habe ich es ausgemacht. Oder? Jetzt kriege ich es nicht wieder an. Erleuchtet aber. Muss ich wahrscheinlich alle Schalter wieder einschalten. So. Ja, das ist der Nachteil, wenn es digital gemacht wird. Man muss alle Schalter wieder einschalten. Jetzt haben wir hier noch zwei 230 Volt Steckdosen. Nee, eine 12 Volt Steckdose ist dabei. Zwei kleine Ablagen. Ich zeige euch gleich mal den Oberschrank. Der ist ja sehr hoch. Hier haben wir noch zwei Abzweigdosen, einmal 12 Volt, 230 Volt. Wenn ihr noch zusätzliche Steckdosen montieren wollt, jetzt haben wir hier eine andere Kochplatte, zwei Flämme mit kleinem Waschbecken, kleinen Schwenkhahn. So, vorne am Küchenblock seht ihr den Kühlschrank. Finde ich gut positioniert, weil ihr könnt ja die Tür komplett aufschwingen und das Eingekaufte dort gleich einlagern. Wir haben hier größere Auszüge. Jetzt stehe ich davor, das ist natürlich ungünstig. Hier ist jetzt die Treppe davor, aber ihr könnt es erkennen, drei Auszüge. Jetzt haben wir hier eine Treppe, um bequem ins Bett zu kommen. Probier das mal aus. Ja, das sieht gut aus. Ich gehe jetzt aber mal rückwärts hoch. Au, stoß mir schon wieder den Kopf. Da muss man sich dran gewöhnen. Ja, jetzt habt ihr hier wieder recht hohe Schränke auf der rechten und linken Seite. Hier sind zwei kleinere. Und ihr seht, da ist nochmal eine Kleiderstange. Also wenn ihr mal zu einer Feierlichkeit fahrt, da könnt ihr eure Anzüge oder Kleider hinhängen, damit die nicht knittern. Sehr schön gemacht. Ja, über mir haben wir so ein mittelgroßes Heki. Ich bin mal aufs Bad gespannt. Ich habe das Fahrzeug jetzt so noch nicht gesehen. Und ja, gehe mal so hier hinein, als wenn ich mich duschen möchte. Knaustypisch wird hier so ein Vorhang eingehängt. Wir sind ja in Weinsberg, da ist es ähnlich. Wir haben hier ein Badfenster mit Fliegengitter und Verdunkelung. So, und hier ziehe ich dran.
Aha, da ist der Duschvorhang. Und dann habt ihr noch Ablagemöglichkeiten. Oben habt ihr eine Zwangsanlüftung und ein Wäschetrockner, Handtuchtrockner. Ja, hinter mir befindet sich der große Spiegel. Sehr groß. Wenn ich jetzt die Toilette mal einmal ein bisschen drehe, so rum, dann habe ich auch genügend Platz zum Duschen. Hier wird es ein bisschen eng auf der Seite. Aber wenn man jetzt so steht, dann kann man sich gut abduschen. Das funktioniert schon. Also ich bin schon fast der Meinung, dass es ein bisschen enger ist als bei uns im 45er. Dadurch, dass hier die Wand ein bisschen vorsteht, weil wir haben hier noch ordentlich Schränke. Da ist auch noch ein Schrank. Dadurch wirkt es ein bisschen enger. Und die ungünstige Konstellation für die Toilette, die wäre auf dieser Seite besser aufgehoben, aber wahrscheinlich lässt sich das nicht anders machen. Weil dahinter sind ja Streben und man muss die Kassette ja durchführen können. Ansonsten tolles Bad. Duschen funktioniert schon, also müsst ihr selber ausprobieren, sage ich immer. Das müsst ihr wirklich selber ausprobieren. Anders kann man es nicht sagen. Wir gehen mal zur Heckgarage. Wirklich an letzten Fleck positioniert, weil wir ja hier die Schiebetür haben und wenn die jetzt offen ist, dann kommt man bequem an die Frischwasserzufuhr ran. Wir haben hier vorgehängte Fenster. Haben wir hier die Verdunkelung, Fliegengitter. Ist schon ein bisschen besseres Material hier. Aber ein Rollo wäre einfach günstiger hier hinten. Ihr seht jetzt, die Oberschränke sind ziemlich weit oben. Da habt ihr noch mehrere Lichter, Lichtschalter. Also hier auch noch mal Steckdose, USB-Steckdose, Lautsprecher. Auf der anderen Seite schaue ich mal, haben wir eine 230 Volt Steckdose. Und direkt ganz oben von außen sichtbar die Kurbel für die Markise. Und hier wurden schon die Schränke geöffnet. Da brauchen wir nicht viel machen, dann könnt ihr reinschauen. Die Elektrik, Elektronik, Aufbaubatterie. Und hier noch Staumöglichkeiten. So, ich tippe mal drauf, das Fahrzeug hat eine Dieselheizung, weil hier passt eine kleine Gasflasche, eine kleine Kartusche rein zum Kochen. Ja, sehr interessantes Fahrzeug. Was sagt ihr zu den Ford von Weinsberg? Gefällt er euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Möchtet ihr noch weitere Videos von diesem Kanal anschauen? Abonniert den Kanal, Glocke nicht vergessen. Viel Spaß hier auf der Messe in Bremen. Bis bald.